Hallo, ich habe euch heute mal zu einem meiner Lieblingsplätze mitgenommen. Das ist Cape Byron und der Leuchtturm auf dem Felsen. Weil man hier genau die vier Elemente spüren kann und sich ihnen so nahe fühlt. Diese riesige Wasserfläche des Pazifischen Ozeans, der also endlos vor einem liegt. Wir sind am östlichsten Punkt Australiens, vor uns ist nur noch Ozean. Man sieht da eben auch die Nahtstelle des Wassers zur Luft. Ganz gerade Linie unser Horizont. Und hier ist ein der Felsen. Man kann ja auch ein Auto hochfahren. Ich gehe gerne zu Fuß, das ist mein Heil. Den Leuchtturm. Hier sind wir näher am Leuchtturm. Hier sieht man, wie die Erde, der Felsen sich gegen das Wasser stemmt. Hier sieht man wieder diese Schnittstelle. Wasser, Luft, dann eben Wasser, Erde. Und natürlich über uns die glühende Sonne Australiens. In der Früh steigt sie als Feuerball aus dem Wasser, läuft über den Himmel und abends auch wieder als Feuerball hinter den Bergen in der Erde zu versinken. Und auch hier sieht man diese Nahtstelle des Wassers und der Erde. Und ihr seht, wie der Wind, also wie die Thermik hier, die Luft aktiv ist, einfach durch die Sonnenhitze. Also diese vier Elemente sind so nah, dass ich euch das eigentlich als ja, Impressionen zeigen wollte. Und in meinem Projekt werden wir uns auch mit diesem Lighthouse beschäftigen. Ich habe hier dieses Foto genommen, weil ich finde, dass das sehr schön diese Elemente eigentlich darstellt. Zwar praktisch in vier Quadranten: Wasser, darüber Feuer, also der Sonnenball, links davon die Luft, der Himmel und im letzten Quadrant die Erde. So. Ich habe mir das Foto jetzt einfach mal ausgedruckt. Man kann sich das aber natürlich auch auf dem iPad oder auf dem Computer nebenan stehen lassen. Und ich habe jetzt bewusst auch ein kleines Stück Aquarellpapier genommen, das jetzt so ungefähr die Größe des kopierten Blattes hat. Einfach weil das natürlich einfacher ist, wenn ich nicht den Maßstab ändern muss, sondern wirklich 1:1 übertragen kann. Und was ich jetzt machen möchte, ist, wir nehmen einen ganz einfachen schwarzen Artline Pen oder irgendwas, also auf jeden Fall einen wasserfesten Tintenstift und damit möchte ich jetzt diese Landschaft, sagen wir mal, skizzieren. Es soll aber, es muss überhaupt nicht realistisch sein. Es soll eher eigentlich in der Art von einem Doodle sein. Und ich werde auch nicht anfangen, jetzt das Haus zu machen und dann den Leuchtturm und dann die Cliff und dann diese Geländer, sondern eigentlich, was ich erstmal zeichnen möchte, ist so gesehen die Umrisslinien, und zwar die, die diese vier Elemente voneinander trennen. Und das ist eigentlich dann so gesehen die Linie von Erde zu Luft und dann auch die Linie von Erde zu Wasser und dann natürlich die Linie von Wasser zu Feuer. Damit fange ich an und dann werde ich das Ganze eben mit Textur füllen. Aber das werden wir ja noch sehen. Geht's los. Also wie gesagt, ich lege mir die eigentlich, ich lege mir das Ganze immer gern so ein bisschen übereinander. Und fange einfach mal an. Und auch wieder hier den Stift ganz locker halten. Es muss keine gerade Linie ergeben. Im Gegenteil, das ist ein eigener Eindruck, wenn diese Linie so ein bisschen wackelig wird.
Und das gibt seinen eigenen Charme und darauf legen wir eigentlich jetzt erstmal diesen Wert. Und wirklich, und das war das Ganze relativ schnell. Was uns dann eigentlich schon daran abhält, zu genau zu werden. Sieht auch, dass ich da jetzt durchaus die Proportionen auch schon ein bisschen verändere, einfach weil ich das Gefühl habe, dass der Leuchtturm ja doch ein wichtiges Element ist. Und deswegen habe ich den jetzt einfach ein bisschen größer gemacht. So, dann kommt natürlich relativ einfach diese Linie, die hier das Meer vom Feuer trennt. Irgendwo hier ist natürlich dann auch diese Geschichte. So, das ist eigentlich jetzt schon mal ganz gut diese äußeren Eckpunkte festgelegt. Was man jetzt einfach machen kann, ist die inneren Texturen noch festlegen und natürlich auch hier, auch die Wolken haben ja eine Textur oder eine Richtung oder zumindest ein Muster, ein Pattern, was man natürlich da auch wiedergeben kann. Aber auch da gehe ich jetzt eigentlich los und mache das relativ locker, ohne jetzt wirklich groß auf die Einzelheiten zu achten, sondern mehr so diese große Form, auch wenn das mal so ein bisschen daneben geht, das ist überhaupt kein Thema. Und ich gucke jetzt auch wirklich nur nach diesen Formen, die ich da erkenne und versuche nicht dran zu denken, ist das jetzt eine Wolke oder ist das ein Wolkenloch oder was sind denn diese ganzen verschiedenen Formen, die ich da sehe, sondern ich versuche die möglichst ohne jetzt meine eigene Interpretation, die da abzumachen. So. Und auch im Wasser gibt es natürlich eine Struktur. Das ist jetzt nicht einfach nur ein glatter Spiegel. Wenn ich das mal hier ein bisschen besser ins Bild bringe. Man sieht natürlich ganz stark die Reflexion der Sonne und diese ganzen, so gesehen, kleinen, ja, Rillen, die der Wind und die Wasserbewegung eben macht. Und natürlich auch diese Teile der Gischt,
die ja auch Strukturen sind, die man durchaus abzeichnen kann. Und also wie gesagt, wir sind hier, das ist überhaupt nicht eine Aufgabe, ein realistisches Bild zu machen. Im Gegenteil, mir geht es eigentlich um diese Strukturen, die man da sieht. Ohne dass das jetzt wirklich dann ein realistisches Abbild eines Meeres oder überhaupt einer Landschaft geben soll. Und wenn eben die Strukturen zu klein werden, dann mache ich das Ganze eigentlich nur noch aus Punkten. So. Und jetzt kann man sich eigentlich an diese, ja, an den Teil des Erdquadranten hier machen. Und da die Strukturen sind natürlich dort sehr viel deutlicher. Aber auch da würde ich vorschlagen, die Strukturen relativ locker anzugehen. Also versuchen doch das Ganze einfach durch Symbole so gesehen darzustellen und nicht versuchen, jetzt einen Realismus herzubringen. Und auch in dem Felsen gibt es eben Struktur. Licht und Schatten und überhaupt die Strukturen der Pflanzungen da. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass man das jetzt genau erkennt, was denn das alles ist. Ich versuche es wirklich möglichst frei und locker einfach darzustellen. Im Prinzip ist das Ganze so eine kleine Lockerungsübung. Wir werden die auch relativ schnell zu einem Ergebnis bringen können. Und eben versuche mir auch einfach Zeichen auszudenken, wie man diese verschiedenen Pflanzen und Bewachsungen und Schattenläufe einfach symbolisch darstellen kann. Im Prinzip sieht das ein bisschen aus wie so ein Malen nach Zahlenbild, wo also alles schön umrahmt ist und man dann irgendwie nach Nummern dieses Ganze auszumalen hat. Aber wir machen was ganz anderes damit. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Wenn wir das so fertig haben. Jetzt nehme ich zu Schritt 2.
So, kommt dann hier und führt sowas. Da darf ich ein bisschen näher rangehen, weil ich es jetzt auch gar nicht mehr so genau erkenne, was denn das alles ist, wenn man das sieht. So, und jetzt gibt mir hier natürlich meine erstmal gestaltete Umrisslinie, gibt mir jetzt ganz gut an, wo dieses Haus liegt. Dann kann ich da eigentlich relativ... einfach diesen und wie gesagt, ich gucke nach Texturen, nach Mustern und jetzt gar nicht so sehr nach irgendwelchen realistischen Gegebenheiten. Also wenn ich hier diesen Zaun sehe, dann mache ich den komplett schnell, auch die Fenster und alles sind praktisch Vierecke. Das muss alles gar nicht deutlich gemacht sein. Wir spielen. So, und im Prinzip, ja, ich mache hier so ein paar Dinge in diese Leere hinein und so was ein bisschen größer, so. Ich glaube, das ist ganz gut so. Der Stand, vielleicht hier noch ein bisschen. Diese Wolke hat doch auch so eine helle Kante, die ich nicht gezeichnet habe. Aber das kommt jetzt auch gar nicht so drauf an, was und wie viel man gezeichnet hat. So. Wunderbar. Okay. Jetzt habe ich eigentlich... ja, eine ganz schnelle Skizze von diesem Bild. So, machen wir Folgendes. Es ist vielleicht für manche ein bisschen eine Überwindung, aber das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. So, wir schreiben ganz klein die Zahlen 1, 2, 3 und 4 in die Ecken unseres Bildes. Aus dem einfachen Grund, damit wir es nachher wieder zusammenpassen können. Und jetzt kommt der große Moment. So, jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Wir nehmen eine Schere und schneiden unser Bild in vier möglichst gleich große Teile. Ich weiß, da werden jetzt viele zögern und vielleicht auch ein bisschen Schmerz empfinden, das eigene Werk jetzt so zu zerteilen, aber kein Problem. Es kommt nämlich am Schluss wieder zusammen. Wir brauchen Wasser. Wasserfarben, also Aquarellkasten. Wir brauchen Wasser. Nur das ist jetzt nichts. Da hole ich ein frisches. So, und einen dicken Pinsel. Also, was habe ich denn hier?
8 oder 10. Vielleicht nicht ganz so dick, weil das ist ja doch ein recht kleines Kärtchen, auf dem wir dann malen werden. Und ist ja mit einem Pinselstrich schon alles bemalt. Also ich nehme jetzt hier den Achter, je nachdem wie groß euer Papier war, könnt ihr ja entscheiden. So, ich habe jetzt, hier fange ich an, das ist der zweite Quadrant, könnte man sagen, und das ist das Feuer. Also klar, hier ist die Sonne. Und jetzt wirklich, ohne jetzt das Restbild sich zu überlegen und ohne auch jetzt zu sehr zu denken, was diese verschiedenen Pattern denn bedeuten, was diese Muster denn eigentlich darstellen sollen. Der ganze Quadrant ist Feuer. Also nimmt man natürlich auch dementsprechende Farben und kann jetzt diesen Umrissen folgen, muss es aber nicht. Jetzt wird einerseits eigentlich dieser, zumindest für mich, dieser sehr spielerische Teil, wo ich auch nicht mehr groß nachdenken muss, sondern mich einfach diesem Fluss auch hingeben kann. Man muss ja auch nicht unbedingt immer nass auf trocken. Das heißt, ich kann auch hier vorher anfeuchten, um dann vielleicht einen ganz anderen Charakter zu bekommen. So, und dann jetzt eine Farbe auswählen und wirklich durchaus jetzt in die Farben auch langen. Das muss jetzt hier kein zaghaftes Pastellbild sein. Alles, was Feuer ist, ist ja auch nicht unbedingt sanft, sondern das ist ja ganz schön heftig. So, natürlich jetzt nehme ich diese Rottöne, die ganze Palette der Feuerfarben. Gefällt mir jetzt eigentlich nicht so, was ich da gemacht habe. Das ist ja das Schöne am Aquarell. Dann tupft man es wieder weg. So, gibt dann. So, und jetzt könnte ich dann eigentlich, möchte ich natürlich irgendwie vielleicht auch einen Kontrast. Ich glaube, da gehe ich dann eben in diese Also ich betrachte eigentlich das Kärtchen jetzt als ein Einzelbild. Das heißt, ich versuche so ein bisschen eine Komposition herzustellen. Einfach das als eigenes Bild. Dann vielleicht ein paar Spritzer. Macht die Sache auch ein bisschen dramatisch. Gefällt mir auch gut. So. Und ja, versuche das Ganze so zu gestalten, dass es so gesehen als Einzelbild steht und eine Einheit bildet, ohne jetzt zu wissen, wie der Rest des Ganzen dann noch weitergehen wird. So.
Ja, ich glaube, das finde ich jetzt erstmal so ganz witzig. Was nehmen wir denn? Jetzt hätte ich gern. Ich glaube, ich nehme das hier. So, Erde. Also das ist dieser Erdeteil. Es ist auch mal ganz witzig, einfach die Sachen zum Beispiel auf den Kopf zu malen, weil das ist ja jetzt unerheblich. Also Erde natürlich hat für mich ganz klar diese grün-braun. Geschichten. Und wenn eben große Flächen vorhanden sind, dann muss man die ja auch irgendwie mit einer Textur füllen, sonst wird das Ganze ja auch sehr langweilig ein bisschen. Finde durchaus Rot auch eine Farbe, die zur Erde gehört. Blumen und Eisending zum Beispiel. Das rostet ja auch, also auch das ist ja erdverbunden. Wie gesagt, ich denke jetzt so wenig wie möglich an das, was da das Vorbild war, sondern versuche jetzt wirklich einfach witzige Gestaltung hier einzubringen. Fand einfach diese große Fläche, die jetzt da nicht mit Umrissen belegt, war so ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir da ein bisschen was anderes. Hier das nachziehen. Warum soll das nicht auch ein grünes Dach haben? Jetzt noch gerne helleres Grün, alles so ein bisschen so, bin ich auch. Soweit fertig, finde ich ganz witzig. Lassen wir es so. So, was kommt denn als nächstes? Ja, weil hier weiß ich schon gar nicht mehr, was es eigentlich ist. Ne? Das ist jetzt praktisch. Im Prinzip gefällt mir dieses Blatt ganz schön. Auch wenn man jetzt, ja, wieder sieht, was es ist. Es ist aber das Feld 3, also sind wir beim Wasser als Element. Natürlich, jetzt wird die Blaupalette herangefahren.
Und auch Wasser ist natürlich auch immer bewegt. Auch wenn ich durchaus klar bin, dass das nicht alles Wasser ist, was hier auf meinem Blatt gezeichnet ist, sondern da ist natürlich auch ein Großteil etwas anderes dabei. Ist aber jetzt egal. Der ganze Quadrant heißt Wasser. Und dann machen wir das auch so. Frage. Was tun? Das nur Blau ist natürlich ein bisschen langweilig. Also man könnte jetzt einfach ein ganz tiefes, glaube ich, ein Grün, das kann ich mir, ganz tiefes Blau darunter gehen. So, ich finde das nicht schlecht, aber es ist ein bisschen langweilig. Ich hätte jetzt gerne einen Kontrast zum Blau. Der Kontrast. Also rot-grün, blau ist ja meistens gelb oder orange. Schauen, was wir da für eine Farbe finden, die vielleicht richtig gut. Auch eine Mischung zwischen Gelb und Orange. Interessante Farbe. So viel fast wie ein tja, wie ein Edelstein oder wie überhaupt ein Gestein, dass da so eine Marmorierung, so eine Ader, so eine Goldader vielleicht, irgendwie sowas. Das gefällt mir ganz gut. Okay, ich glaube, das ist es schon. Ja, super, das gefällt. Auch vielleicht könnte man, wenn ich hier bin, in diesem. Mein Stift jetzt, mein Pinsel keine gute Spitze, aber wir kriegen sie hin. So, da ist sie. Ich möchte jetzt hier so kleine. Sind wir beim letzten? Und das ist das Thema Luft. Ist natürlich Luft schwierig darzustellen. Ne? Was wäre das denn? Also praktisch das ganz Pastelliges, was ganz Leichtes. Aber andererseits ist natürlich, wenn man an einen Sturm, an einen Orkan denkt, ist natürlich Luft auch irgendwie was total Mächtiges. Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall was will, was keine scharfen Kanten hat und deswegen
werde ich das jetzt einfach machen. Schon mal das Papier anfeuchten. Und dann vielleicht erst mal ein Symbol für die Luft finden. Also. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt mache ich vielleicht doch diese bewusste Entscheidung, zumindest mal dieses Teil des Daches hier darzustellen. Und auch den Leuchtturm, zumindest mal. Ja, wie soll man sagen, anzuerkennen als ein tatsächliches Gebäude. Ich mache das hauptsächlich, weil ich jetzt denke, irgendwie muss man auch was finden, was die Sache zusammenhält. Wenn ich jetzt alles komplett außer Acht lasse, kriege ich vielleicht vier Teile, ich weiß es nicht, wir werden es nachher beim Zusammenlegen sehen, aber vielleicht kriege ich vier Komponenten, vier Teile, die überhaupt nichts miteinander zu schaffen haben. So, also die Luft. Ich finde diese Spiralenidee gar nicht schlecht. Das ist ja so, der Wind, der macht ja auch gern diese Windhosen, sagen wir mal. Andererseits finde ich diese Wolkenstruktur da ganz spannend. Müsste man mit irgendeiner anderen Farbe vielleicht runtergehen. Was? Wir könnten jetzt einen Grau nehmen. Oder ein Blau. Aber das auch. Ja. Ich lasse euch jetzt einfach teilhaben an meinen Entscheidungsfindung. Aber komm nicht so recht weit. Ist egal, also irgendwann, wie gesagt, muss man dann einfach die Entscheidung fällen und schauen, ob es passt oder nicht. Also ich drehe mir mein Kärtchen und schaue, dass ich diese Wolken nicht in die falsche Farbe rein. Das ist natürlich auch nicht gut. Ja. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue, finde ich das eigentlich ganz witzig. Ich finde aber, so. Sollte doch noch dieser Hintergrund mehr ausgemalt werden. Ich wüsste mit was.
Nimm mal so eine ganz ungewöhnliche Farbe für den Himmel. Fast pastos, also das ist doch ein sehr ja, gefällt mir. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo wir das Ganze wieder zusammensetzen. Und schauen, ob es. Ah, ich lasse mal die Aquarellfarben offen, denn manchmal ist es keine schlechte Idee, noch so ein paar verbindende Elemente, so hier ist alles nass, so ein paar verbindende Elemente noch in das Bild einzubringen. Jetzt ist eben die Frage. Wollen wir einen weißen Hintergrund? Ich glaube, wir nehmen ein farbiges Papier. Das muss ich jetzt gerade noch holen. So, ich habe jetzt ein paar farbige Papiere da. Das ist natürlich die Frage, was nehmen. Ich glaube, ich werde mich für das Gelbe entscheiden, weil das recht sehe, haben wir doch relativ viel Blau und ich glaube, dass wir da ein bisschen Blau und Orange ist, glaube ich, schon viel in dem Bild enthalten. Das ist nochmal unsere Vorlage, wenn wir uns das vielleicht nochmal angucken können. So, und jetzt wird es spannend. Also, Klebestift. Ja, auch in Australien gibt es Uhu. Das glaube ich, eine Weltmarke. So, fangen wir einfach an. Und jetzt bewahrheitet sich wieder, dass das ganz gut war, die Nummern drauf zu schreiben, weil ich hätte jetzt ad hoc nicht unbedingt von jedem Kärtchen gewusst, wo es hingehört. Aber helfen uns die Nummern. So, also oben links war die 1. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann wirklich mittig wird. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück, aber das ist jetzt auch egal. Kann den Rand ja dann. Es ist leider alles noch ein bisschen feucht. Ich sehe schon, ich habe auch dafür gekleckert. Auch das ist überhaupt kein Problem. Also ist ja jetzt sowieso spannend, ob jetzt bei unserer ganzen Geschichte was rausgekommen ist. Was irgendwie nach was aussieht. So. Drei. Na, ich sehe, ich habe es auch nicht mal so genau geschnitten, dass es sich in der Mitte trifft. Auch das macht überhaupt nichts. Nummer 4. So, ups. Drin. Der kritische Blick. Also ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Also es ist sehr, sehr lebendig, sage ich jetzt mal. Man könnte jetzt natürlich was machen, um das ein bisschen miteinander zu verbinden. Ich zeige das mal. Ich selber, glaube ich, würde es einfach so lassen, als das Zufallsprodukt, das es eben ist. Aber ich zeige mal, was man denn jetzt machen könnte, um es ein bisschen
zu verbinden. Also möglich wäre jetzt hier das Grün einfach ein bisschen weiter zu ziehen. Und man sieht, dass das eigentlich dann schon eine Einheit gibt oder das Ganze zumindest einheitlicher wird, indem man einfach diese Teile, natürlich die Anschlusspunkte so gesehen, ein bisschen abmildert. Aber wie gesagt, ich wäre jetzt auch ohne diese kleinen Korrekturen mit dem Ergebnis zufrieden gewesen. Auch hier oben sieht man, dass das da ein Verbindungsteil geben könnte. Ja. Im Prinzip dieses Grün da durchgezogen. So, macht die Sache auch schon. Also ich glaube, das ist. Ich bin richtig gespannt zu sehen, was eure Ergebnisse sind. Das, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Also wenn euch das, euer Ergebnis nicht so gefällt, überhaupt kein Problem, dann wie gesagt, kann man einfach ordnend eingreifen, nenne ich es jetzt mal. Und ein paar kleinen Korrekturen das Ganze. Oder größeren Korrekturen, je nachdem, wie ihr das empfindet, das Ganze zusammenbringen. Jo. Also, mir gefällt das ganz gut. Das war jetzt noch die kleine Vier-Elemente-Spielerei von Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich bin gespannt, was ihr so produziert.